zur vierten Folge von Michael's Miracle. In der letzten Folge haben wir noch bekommen, ein Fest zu organisieren. Keine Stunden oder Minuten. Sieht eher aus, als ob die Uhren hier bei den Mäusen die Tageszeit anzeigen. Naja, aber ist ja eigentlich dasselbe. Cousin Edgar zusammen die Stadt verlassen sollen. Wenn ich hier stehe und daran denke, dass die Krähen jederzeit zurückkommen könnten, da wird einem ganz anders. Aber ich muss mein Paket haben. Ein Horn in der Mitte des Platzes. Soll man damit jemanden rufen? Ja, ich muss mal versuchen. Du könntest es nicht nur anschauen, sondern vielleicht auch reinpusten. Entschuldigung, aber... Keine Zeit! Muss üben! Heute Abend steigt eine Geburtstagsparty bei der Hasenfamilie. Und ich habe frei! Wuhu! Der Hasenfamilie. Wir wollen ins Kostümhaus. Dort kriegen wir immerhin das Gepäck für unsere Party. Hier riecht's aber gut. Und irgendwie auch nach Kräuterbonbon. Nanu? Genau, dass du irgendwo da draußen bist. Komm bald wieder. Solange passe ich auf deinen Garten auf. Hallo. Guten Tag, mein Freund. Moment, ihre Stimme kenne ich doch. Ludwig Gräber, der Name. Welle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf am Abend. Stimmt. Ich habe sie schon mal im Radio gehört. Ja, das Hof sehe ich immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Sie sind also Radiomoderator? Ja, da ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Welle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Ja, tatsächlich eine gute Radiomoderatorin. Das hoffe ich, dass Sie bald wieder auf Sendung gehen. Ich würde ganz gerne mehr über diese Gibt es Hoffnung, dass Sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der Nässe, die im Sumpf in meinen Sender zieht? Niemals. Jemand könnte sich über meine feuchte Aussprache beschweren. Was? Aber Ihre Fans? Über meine wässrigen Witze. Wie werden Sie den Fans erklären, dass Sie aufhören? Mit feuchten Augen. Weil alles überflutet ist, nicht wahr? Nein, weil es wirklich traurig ist. Oh, Sie können doch nicht einfach aufgeben. Mach ich auch nicht. Knack dir eine Nuss an. Wie die Jugend heute sagt. Nein. Um mich dazu zu bringen, meinen Sendebetrieb einzustellen, müsste man mir Arme, Beine, Mund und Bauchnabel zukleben.
lieber mal zum Radio. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du mit mir zusammen moderieren willst, solltest du pfiffig sein. Pfiffig? Ja, versuch einfach mal mir eine Vorlage zu geben, die ich gekonnt kann. Ja? Ich... Was soll ich denn sagen? Was Lustiges. Ah, okay. Also, warum überquert das Huhn die Straße? Das wird nichts. Der Witz kommt hier in Mauswald sehr schlecht an. Vertrau mir. Oh, okay. Versuch mal, was Passendes für unser Publikum aufzutreiben. Dann probieren wir es nochmal. Ich muss dann mal weiter. Auf bald. Und denk dran. Welle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Ja. Wir haben's gehört. So. Ich weiß genau, dass du irgendwo da draußen bist. Komm bald wieder. Solange passe ich auf deinen Garten auf. Okay, wir schauen mal, was es hier gibt. Schlummertrunk, Baldriantropfen. Da steht, ein Fläschchen kostet einen Laubtaler. Ich habe keinen Laubtaler. Nicht einen einzigen. Gäste liegen gelassen. Da es seit 3 Jahren vergeblich auf Abholung wartet, dürfen sich nun alle Gäste kostenlos bedienen. Liebste Grüße. Kostenlos? Super! Oh Mann, der Käse ist steinhart. Kostenloser Käse. Leider ist er schon steinhart. Schicker Pilz. So wie es da riecht, sind in den Töpfen bestimmt getrocknete Gewürze und Kräuter drin. Irgendwas stimmt hier nicht. Ein ganzes Fass voll mit kleinen Kuchen. Und niemand da, der sie isst. Seltsam, was? Diese Napfküchlein sind Ullis Lieblingskuchen. Mit Kräutern aus seiner Apotheke. Probier mal. Komm schon. Nur mal dran knabbern. Tut mir leid, aber ich möchte lieber nicht Labormaus für die Napfküchlein sein. Labormaus? Ist das ein Wissenschaftler dort, wo du herkommst? Nein. Das sind... nicht so wichtig. Kleinen Baumstammcafé. Hallo, ich bin Jerry. Du bist ja zuckersüß. Das Geräusch eben. Das Geräusch eben? Das klang ja gefährlich. Ja, gefährlich lecker. Ich erschaffe etwas, was kein Mauswalder bisher gesehen hat. Explodierende Kekse. Wäre eine explodierende Torte nicht besser? Vertrau mir, Zuckerstück. Es wird Pfannkuchen-tastisch. Ich hoffe, der Junge, den ich babysitte, wird auch ordentlich Spaß haben. Der kleine Humbert ist etwas schwierig. Alle denken, er wäre ein gemeiner, verzogener Junge. Aber für begabte Kinder ist es sehr schwer, unterfordert zu sein. Vielleicht bringen ihnen meine neuen Kekse etwas auf Trab.
Blausaft und Gebäck fürs Wittelfest. Ich soll Blausaft und Gebäck fürs Wittelfest bestellen. Oh, ist es schon wieder soweit? Wie schön! Ich werde viele, viele Napfkuchen backen. Und wie ist es mit diesem Blausaft? Tut mir leid, Zuckerflau. Aber da musst du die Zwerge fragen gehen. Die haben seit Tagen schon keinen Blausaft mehr geliefert. Sie wohnen am anderen Ende des Kaltwasserbaches im Dunkelwald. Okay. Was diesen, unterforderten Humbert angeht, hast du ein interessantes Hobby für Humbert gefunden? Noch nicht. Leider. Oh, schade. Ich bin neu hier, aber niemand fragt mich mal was. Oh ja. Es muss wirklich traurig sein, wenn man so viel herumkommt und niemand nachfragt. Ja, nur zu, frag. Hast du einen Frosch auf deinen Reisen gesehen? Großer Typ, ziemlich gut aussehend. Er trinkt hier normalerweise Kaffee, aber bisher ist er nicht gekommen. Und ich dachte, wir sprechen über mich? Bis später. Pass auf dich auf. Den Schlüssel lasse ich besser hängen. Ich will Magier werden und kein Schlüsseldieb. Hierzulande wird man bestimmt zu 1000 Runden im Laufrad verurteilt. Da steht, Kaffee, kostenlos. Aber bitte, bitte probieren Sie auch unsere Napfkuchen. Tut mir leid, aber ich möchte lieber nicht Labormaus für die Napfküchlein sein. Heißer Kaffee. Das klappt so nicht. Es ist aus. Kein Empfang. Sendepause. Oh, vertrocknetes Teegebäck noch eins. Einmal heißer Kaffee. Das klappt so nicht. Willkommen. Wegen des Blausafts. Tut mir leid, Zuckerpf. Sie wohnen am An... Bis später. Okay, das heißt, wir brauchen einen Becher für den Kaffee. Freund von mir. Siehst du das Bild hier auf dem Tresen? Ihm gehört diese kleine Kräuterapotheke. Ich verstehe. Also ist er gerade unterwegs und holt neue Kräuter? Nun, er ist auf einem Abenteuer und wird ziemlich lange weg sein. Ah, da hätte ich fast was vergessen, Apfelbäckchen. Einer von Ullis gesunden, zuckerfreien Dauerlutschern für dich. Zuckerfrei? Ich habe Ullis Kräuter auch in einige Teilchen gebacken. Stellte sich aber heraus, dass die so auch niemand wollte. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wusste ich doch, dass du Ullis Kräuter zu schätzen weißt. Die sind jetzt schon etwas trocken, aber... Trocken? Viel Spaß beim Lolli-Schlecken und Kuchenknabbern, Zimtsternchen. Gewesen sein. Damals, bevor es versteinert ist. Zuckerfrei? Wer unter 18 will denn sowas? Das wäre Lolli-Verschwendung. Das wäre
wäre Lolli-Verschwendung. Sicher? Das wäre Lolli-Verschwendung. Das wäre Lolli-Verschwendung. Die Tür ist jetzt offen. Hey! Hey, du! Das ist Privatbesitz! Raus aus dem Garten! Oh oh. Liefern keinen Blaushaft. Was ist dort nur los? Suche heraus, jenseits der Kaltwasserbachbrücke tief im Boden. Ja, das ist eine uralte Einladung. Okay. Okay, wir brauchen nur noch Blaushaft. Das schaut gut aus. So, ich möchte wieder raus. Ich weiß genau, das komm bald wieder. Solange passe ich auf deinen Garten. Das ist der Besitzer der Kräuterapotheke. Anja sagt, er ist gerade unterwegs. Statue. Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon viel gesehen haben. Willkommen im Mauswald, Neuankömmling. Dein Freund mit den roten Augen kam mir irgendwie bekannt vor. Hier ein gut gemeinter Rat von mir für euch. Bleibt lieber in der Stadt. Die Krähen kreisen heute niedrig über dem Wald. Hey, wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Quatsch! Der ist hier doch vorhin schon durchgelaufen. Ja? Zusammen mit einem Hasen mit stechenden roten Augen. Also an den erinnere ich mich. Ich bin Jerry Haselnuss, Magier in Ausbildung. Magier? Deinem Freund mit den roten Augen hätte ich das ja noch abgenommen. Bäh! Wieso muss ich eigentlich hier draußen Wache stehen, während du Spaß haben darfst? Ja. Hallo? Wie? Was? Die Kanonen hatten Taub gemacht. Hat da jemand was gesagt? Ich glaube, für eine richtige Unterhaltung muss ich da irgendwie hochkommen. Da tümpelt und dümpelt ein dicker Fisch am Grund des Baches vor sich hin. Ich glaube, der wartet, dass ihm jemand die Schleuse aufmacht. Von hier aus wird das nichts. Was für ein seltsames Eichhörnchen. Er sieht verwegen aus, so als hätte er viel zu er... Oh ja, oh ja. Bald geht es auf große Reise. Die ganze Stadt passt unter den Baum. Wer sich da oben in der Krone des Baumes einen Kobel baut, hat sicher einen super Ausblick. Ich
frag mich, ob Eichhörnchen und Mäuse bei uns auch so wohnen. Bin ich bei uns im Wald zu Hause etwa immer nur falsch abgebogen? Diese Statue sieht aus wie eine Maus. Wie eine mürrische Stadtwache. Bei so einem Gegenüber fühlt man sich selbst doch gleich viel fröhlicher. Da haben die echten Wachen ja immer gute Gesellschaft. Da steht, zum Parkbau. Wie seltsam. Bei uns heißt der genauso. Hier steht auf Mauswaldisch, zur Kaltwasserbachbrücke. Sieht aber eher aus wie Borngerücke. Und ich glaube, der. So, wir können noch schwimmen. Weil die Kette jetzt werden. Wieso auch nicht? Wir haben ja eh nichts Besseres zu tun. Ne, ich hab vielleicht Hunger. Nachtisch ist es. Halt! Der schreitet dort! Was für ein potthässliches Wiesel bist du denn? Ich müsste hier kurz mal durch. Kurz mal durch? Witzig. Was ist denn das Problem? Kein Problem. Dann zahl mal 500 Bautaler. Jetzt! So viel kostet es, wenn man hier über die Kaltwasserbachbrücke will. So viel kostet die Baut. Meinst du Maut? Nein, ich meine Baut. Überlass das Reden denen, die es wirklich können. Manchmal glaube ich, dass dann fast alle ruhig sein müssten. Alle außer mir, das ist wahr. Ruf vielleicht meine Mausesitterin Anja. Sie sagt, ich bin ein äußerst begabtes Kind. Sie ist noch einigermaßen auszuhalten. Also fast. Aber wie sollen wir denn verhandeln, wenn ich nicht reden soll? Gut, gut. 300 Laubtaler. 300 Laubtaler? Nun gut, du gehörst doch sicher den offiziellen Behörden an. Gibt es denn einen Zauberlehrlingsrabatt? Normalerweise bekommen Zauberlehrlinge Unterstützung. Ich muss aus schulischen Gründen über die Brücke. Rabatt! Sei froh, dass du überhaupt die Chance hast, hier durchzukommen. 300 Laubtaler, so ist die Gebühr. Zahl's oder bleib auf deiner Seite der Brücke. Kein Verlust für uns. Dann komme ich später noch einmal wieder. Was für ein kleiner Halsabschneider. Aber ich kann mich nicht mit kleinen Kindern anlegen. Ich bin zu gutmütig. Ich muss einen Weg finden, über die Brücke zu kommen, ohne ihn an einem Bein über das Brückengeländer zu halten, um ihm eine Lektion zu erteilen. Obwohl... Nee. Ich hab vielleicht Hunger. Ist immer am besten, wenn man ihn vor dem Hauptgang isst. Wozu gibt es überhaupt einen Hauptgang? Da steht etwas auf dem Stein daneben. Miteinander sprechen, miteinander handeln, miteinander leben. Im Gedenken an das regelmäßige Treffen am Bach zur Beilegung eventueller Differenzen zwischen Mäusen und Eichhörnchen und anderen Bewohnern des Waldes. Andere Bewohner? Dazu würde ich bestimmt auch zählen, wenn ich hier wohnen würde. Na, die sieht doch ganz stabil aus. Aber der Graben darunter ist ganz schön tief. Zumindest, wenn man so klein ist wie ich. Ein schnell dahingluchsender, kalkkieseliger Feld-, Wald- und Wiesenbach. Da drüben sieht es echt super interessant aus. Leider steht mir dieser kleine Halunke im Weg. Na gut, dann versuchen wir es mal, indem wir was zu essen geben. Das sieht aber nicht lecker aus. Hast du nicht was Süßes? Praktisch? Wie wäre
wäre es, wenn ich dir anstatt der horrenden Mautgebühr diesen wunderschönen, kreisrunden, zuckersüßen, riesengroßen Dauerlutscher gebe? Ein guter Jager, wie ich sehe. Sicher süßlich und sehr bärig im Abgang. Aber was ist dieser Nachgeruch? Was ist dieser Gestank? Nein, da kann ich mich unmöglich irren. Ist das ein zuckerfreier Dauerlutscher? Vielleicht. Das ist viel zu gesund. So etwas esse ich nicht. Nur weil er zuckerfrei ist, glaube ich nicht, dass er wirklich gesund ist. Darauf falle ich nicht herein. Dann muss ich wohl einen Weg finden, etwas Zuckigeres zu finden. Ein Stock? So geht das nicht. Mit Geld bezahlt man hier. Und zwar dreistellige Beträge. Lass mich doch nicht so lange warten. Ich krieg schon wieder Hunger auf was Süßes. So geht das nicht. Mit Geld bezahlt. Und zwar lass mich doch nicht. Wir brauchen mehr Zucker. Es gibt ja noch keinen Weg in der Stadt. Vielleicht sind wir dann wirklich was Interessantes. Trauriges Menschengesicht hinter Efeu. Wer das wohl gemalt hat? Da hinten ist der Kanonier. Was ist das? Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton, ganz, ganz leise, als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Ein Stock bringt hier nichts. Die ganze Stadt passt unter. Wer sich da. Die riechen nach nasser Erde. So sind mir Pilze viel lieber als in Mamas Salaten. Ja. Schöner Ausblick. Von hier aus kann man das Café und die Stadtmauer sehen. Und eine von den Kanonen der Mauswachen. Kommen Sie näher, bewundern Sie mehr. Aber passen Sie auf, dass Ihnen die Augäpfel drin bleiben. Obwohl das auch kein Problem wäre, denn wir haben hervorragende Glasaugen unter all den Dingen, die Sie hier verboten günstig erstehen können. Verboten günstig, bei Kirchenmaus und so. Glasaugen? Und noch viel mehr. Bei den wandernden Händlern Kirchenmaus und Sohn gibt es alles, was sie schon immer haben wollen werden und brauchen werden, obwohl sie nicht wissen, dass sie es wollen werden oder brauchen werden wollen. Sie reden wie ein Schauspieler. Lustig, dass du das sagst. Aber jetzt geht's ums Geschäft. Wessen bedarfst du denn, Junge? Kirchenmaus und Sohn haben alles. Ich suche was Leckeres. Ahornsirup-Käsekuchen mit Walnüssen? Viel besser noch. Ein Matschkuchen mit Zweigen und Steinen in der Form eines Herzens. Matschkuchen? Ich glaube, ich habe gerade keinen Bedarf. Er ist äußerst realitätsgetreu. Matschliebhaber wissen, wovon ich spreche. Nicht wahr, mein Sohn? Bald wird er den ganzen Laden hier übernehmen. Dann gehe ich in den wohlverdienten Ruhestand. Bald kannst du deine eigenen Matschkuchen verkaufen. Junior? Er ist schüchtern, aber ein grausam guter Geschäftsmann. Ich glaube an ihn. Ganz, ganz fest. Hörst du?
Junior? Es ist so schön, den eigenen Lebensabend abgesichert zu wissen. Nun, dann nimm für dieses Mal einfach unser kleines, aber feines Werbegeschenk entgegen. Ein roter Faden für dich. Komm, hey, ich biete dir den Faden an deine lustige, runde Münze. Die hier übrigens nicht als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Sehr dekorativ, danke. Der hochqualitative rote Faden, den ich dir gab, soll dich bald zurückführen zu Kirchenmaus und Sohn, wenn du denn Bedarf an schönen Dingen hast. Dinge jeder Art. Suchst du schöne Dinge? Kleine Dinge? Runde Dinge? Tolle Dinge? Volle Dinge? Leere Dinge? Schwere Dinge? Dinge mit Zucker? Dinge mit Matsch? Ja. Quatschdinge? Okay. Suchst du Dinge? Komm zu Kirchenmaus und Sohn. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Bald werde ich mein Geschäft meinem talentierten Sohn übergeben, damit ich mich auf der Kokospalmeninsel zur Ruhe setzen kann. Wir sammeln nur noch genug Geld für die Reise zusammen. Stimmt's, Junior? Junior? Vielen Dank. Ich werde mich sicher an euch wenden, wenn ich... Dinge brauche. Sachen haben wir auch. Gut. Dinge und Sachen. Und Zeugs. Dinge, Sachen und Zeugs. Du hast's erfasst. Können wir mit dem Junior auch sprechen? Hallo, ich bin Jerry. Junior? Keine Antwort. Hallo? Junior. Er ist schüchtern. Kommen Sie näher, bewundern Sie mehr. Aber passen Sie auf, dass Ihnen die Augäpfel drin bleiben. Obwohl das auch verboten bei Kirchen... Glasauge? Und noch bei den Wandern... Sie reden wie ein Schatten. Lustig, dass du das... Aber jetzt geht's ums Geschäft. Wessen mit Kirchenmaus und... Ja. Haben Sie Actionfiguren zum Verhältnis? Gibt es was zum Außenspielen? Herr Felski zum Beispiel? Gibt es was zum... Vielleicht sind die Hubschrauber aus einem antiken Spielzeugsoldatenset hier das Richtige für dich. Sie sind grün und sehen aus wie Propeller. Eine Seite klebt und du kannst sie dir auf die Nase stecken. Das sind bestimmt diese Hubschrauber-Samen vom Ahornbaum. Noch grün, aber antik? Wenn die älter als 2 Tage sind, haben sie das Geheimnis der ewigen Jugend gelöst. Naja, wie viel kosten die denn? Nur schlappe 2 Laubtaler. Und noch diesen einzelnen Socken mit den eingestickten Initialen RD. Wie ist dein Name, mein Junge? Jerry Haselnuss. Nun, RD. Rerry Daselnuss. Passt doch wie Saat in Topf. Aber ich habe gar nicht so viel Geld. Oh, fast wären wir ins Geschäft gekommen. Verhandlungsgeschick ist wichtig, Sohnemann. Bald wird er den ganzen Laden hier übernehmen. Oh, dann gehe ich. Bald kannst du sehen. Junior? Er ist schön, aber ein Grau. Ich glaube ganz. Ja. Junior? Es ist so schön. Dinge sagen. Du hast's erfahren. Okay, gut. Wir können die Sachen. Keine Ahnung, wie ich den hier kriege, aber was soll's, irgendwoher kriegen wir es schon. Wie seltsam. Ich dachte, Krähen sind hier ein Problem. Lapp. Schreinerei der Igelbrüder. Hier sind sie immer holzlich willkommen. Niemand da. Schreinerei der Igel. Hier. Niemand da. Naja, habe ich nicht vorher gekriegt, oder? Wow, was für ein großes Blatt. Eine
Stückchen Holz. Es wird alles gut. Wir finden deine Mami schon. Soll man damit jemanden rufen? Kürbis ist anders. Er ist rund und groß und orange. Ah, ich komme nicht drauf. Aber irgendwas ist anders an dem hier. Da hat er einen Schornstein. Molena, bitte keine Werbung einwerfen. Wie mysteriös. Seltsam. Und verschlossen. Die Kürbisse hier werden erstaunlich groß. Andererseits rede ich jetzt regelmäßig mit Mäusen meiner Größe. Dagegen ist so ein Riesenkürbis fast wieder unspektakulär. Das stimmt doch. Der Baum ist wie ein zweiter Himmel über Mauswald. Nur grüner und baumiger. Um hier durchzupassen, müsste man ungefähr halb so groß sein wie ich. Es sieht aus wie Holz. Es riecht wie Holz. Ich glaube, das Haus ist aus Holz. Echt hübsch. Ganz schön rund. Die anderen auch. Aber der hier besonders. Die Kürbisse hier werden erstaunlich andere. Dagegen ist so. Ist das Volk aber erst vor kurzem ausgeflogen. Memo, wir brauchen neuen Blausaft. Tja, das Fass ist wohl leer. Aber der Zapfhahn ist noch zu gebrauchen. Was für eine merkwürdige Statue. Der obere Teil fehlt. Jetzt hat sie keine Augen mehr. Schöner Garten. Nur gucken. Nicht anfassen. Hey, Sie. Alles in Ordnung? Kaffee. Drückt sich wohl jemand vor dem Abwasch? Ich meditiere. Das sind aber viele Briefkästen. In unserem Haus ist viel Platz. Wir haben sogar mehr Stollen als die Weizwerge. Aber klar, die sind ja auch nur zu dritt. Ist ganz in Gedanken, wenn sie herumläuft. Diese
Diese große Blume ist wirklich interessant. Hey, was schnüffelt die da drüben herum? Ich bewundere nur die schöne große Blume. Ach, Blume, papalapap. Schöner Garten. Das ist Privatbesitz. Ist ja gut. Rechts liegen die Gärten. Klar, über die Baumwurzel geht es zum Stadtplatz. Und wenn ich dem Pfad in die andere Richtung folge, komme ich zum Stadtrand. Das ist die Rückseite des Baumstammcafés. Das ist Privatbesitz. Das ist aber eine harte Harke. Die gehört wohl der Hasenfamilie. Die könnte noch nützlich werden. Hey, hey du! Was machst du da mit unserer Familienhake? Oh, ich leihe sie mir nur kurz aus. Letzte Nacht hat der Wind so viele Blätter auf unseren Rasen geweht. Aha, also gut. Na dann mal los, das Laub hakt sich nicht von alleine. Hallo, warum stehst du denn hier oben? Ich bin zum Kanonendienst eingeteilt worden. Wir hatten hier ein großes Krähenproblem. Naja, haben. Wir mussten sogar evakuieren. Das klingt schrecklich. Oh ja, also wenn ich so ein grässiges Tier sehe, dann kaboom! Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten, auch bei Nacht. Die Statue sieht unheimlich weise aus. Die haben hier am Bach bestimmt schon allerhand vorbeischwimmen und treiben und gluckern sehen. Guten Tag, Herr Eichhörnchen. Jeder nennt mich Spitzweg. Also darfst du das natürlich auch. Ich bin übrigens kein Eichhörnchen, sondern ein Ziesel. Oh, das wusste ich nicht. So bepackt sehen sie aus, als ob sie später noch viel vorhätten. Ich bin ein Abenteurer und Wissenschaftler und meine neueste Forschungsreise soll über die 7 Weltmeere gehen, um ihre Unterschiede in Flora und Fauna zu dokumentieren. Sieh dir nur all die Karten in meinem Rucksack an. Die Schönheit der Natur manifestiert sich in ihrer subtilsten, entzückendsten Weise in diesen liebevollen Niederschriften. Ja, es ist schon ein enormes Abenteuer. Und es beginnt hier, im bescheidenen, heimatlichen Kaltwasserbad. Das klingt ja spannend. Aber wieso machen Sie sich da nicht auf den Weg? So viel Meer braucht doch sicher unheimlich viel Zeit, um komplett angeguckt zu werden. Wem sagst du das? Ich wollte das erste Wegstück hier mit einem traditionellen Mauswalder Blattfloß zurücklegen. Ich habe es gestern bei den Igelbrüdern in Auftrag gegeben. Sie sind die talentiertesten und verlässlichsten Handwerker hier im Wald. Sie wollten das Floß einfach den Kaltwasserbach herunter zu mir treiben lassen. Aber ich stehe schon recht lange hier. Sag mal, gehst du zufällig zum Kürbisfeld am Stadtrand? Wenn du bei der Werkstatt der Igelbrüder nach meinem Boot fragen könntest, würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Kein Problem, ich kümmere mich darum. Den wir erfüllen können.
Fest verschlossen. Na gut, das ist nämlich so tragisch. Ich wollte diese Schleuse sowieso öffnen. Jetzt kommt nicht mal an. Wir haben einige interessante Gewinner vom Kaltwasserbad kennengelernt. Einen mürrischen Hasen, eine zuckersüße Kaffeebesitzerin, einen sinistren Radioperator, ein widerliches kleines Balk, das uns den Weg über die Brücke versperrt, einige hübsche Mäuse, die wir privat beschieben, und ein Ziesel, das ein Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Schlaf gut und fahren bis zum nächsten Mal.